Willkommen im Fujistore. Wir gucken uns jetzt im zweiten Teil von unserer kleinen XH2S-Reihe die Konfigurationsmöglichkeiten an. Das heißt, was kann ich unter C1 bis C7 abspeichern? Wie mache ich das denn ungefähr? Und was für Möglichkeiten habe ich noch? Um die Custom-Funktion auf dem Moduswahlrad sinnvoll abzuspeichern oder auch für mich einfach mal zu gucken, was möchte ich überhaupt abgespeichert haben, gehe ich mal so vor, dass ich mir auf einer Pixel erstmal aufschreibe, was sind so die Hauptmotive, die ich fotografiere. Und ich habe jetzt mal für unseren Zweck beispielhaft hergenommen Menschen in Schwarz-Weiß ohne Blitz, also im Fotobereich, dann Architekturfotografie und Landschaftsfotografie im Lowlight-Bereich, sprich so eine blaue Stunde. Und aus dem Videobereich habe ich mir mal Urlaubsvideo hergenommen, sprich, wie kann ich die Kamera einstellen, dass ich sehr schnell mit der Kamera parat bin, wenn ich jetzt irgendwas im Video einfangen möchte. Wenn wir uns dann überlegt haben, was wollen wir fotografieren? Und vor allen Dingen, wie wollen wir das fotografieren? Das haben wir uns ja jetzt alles auf dem Notizzettel aufgeschrieben. Dann nehmen wir uns die Kamera her und im ersten Schritt würde ich sagen, gehen wir ins Menü mit rein und weisen erstmal die Custom-Funktion zu. Das heißt, wir können sagen, welcher dieser Custom-Funktionen C1 bis C7 soll für den Fotobereich da sein und welcher soll für den Videobereich da sein. Diese Aufteilung macht jeder so ein bisschen anders. Im nächsten Schritt, das mache ich zumindest immer so, benenne ich erstmal meine Custom-Funktion. Das heißt, ich schreibe rein, für was mache ich das? Und welche Filmsimulation ist da hinterlegt? Es hat sich bei mir einfach bewährt, aber wie gesagt, das kann auch jeder für sich selber individuell machen. Und zwar würden wir jetzt C1 als Menschen bezeichnen, mit der Filmsimulation Arcos. C2 können wir sagen Landschaft Lowlight mit irgendeiner anderen Filmsimulation. Und so gehen wir diese Punkte durch, sowohl die Foto- als auch die Videopunkte. Und dann fangen wir an, die Custom-Funktion tatsächlich individuell zu konfigurieren und zu sagen, was möchten wir für einen Modus mit drin haben, Zeitautomatik, Blendenautomatik, welchen Autofokusbereich möchten wir drin haben, was möchten wir, soll die Kamera erkennen, soll sie Gesichter erkennen, soll die Objekte erkennen, mit welcher Filmsimulation möchte ich arbeiten, diese ganze RAW-Konvertierung kann ich natürlich abspeichern oder möchte ich im RAW arbeiten, RAW JPEG im High-Format oder soll ich nur im JPEG oder nur im RAW arbeiten. Das könnt ihr individuell einstellen, je nachdem, was ihr eben auch mit der Kamera vorhabt. Das ist der große Vorteil. Und wenn das Ganze soweit mit drin ist, speichert ihr das ab und ihr könnt jederzeit im IQ-Menü gucken, wie ist das Ganze benannt. Zusätzlich zu den Custom-Funktionen kann ich natürlich auch die Tasten belegen. Das heißt, wenn ich die Display-Back-Taste 2 Sekunden drücke, komme ich in das Layout rein und sehe, welche Tasten kann ich dann überhaupt belegen. Das sind teilweise auch Tasten, die jetzt eigentlich schon Funktionen drauf haben oder auch beschriftet sind, wie AF-On oder ISO oder Weißabgleich. Die könnt ihr aber trotzdem noch umstellen, wenn das für euch irgendwo Sinn macht. Aus meiner Erfahrung her ist aber auch wichtig, dass man diese Reihenfolge einhält. Das heißt, ich würde immer zuerst die Custom-Funktion einrichten und was dann noch übrig bleibt, das heißt, was ich dann unter Umständen bei unterschiedlichen Custom-Funktionen schneller brauche, das kann ich dann auf die Tasten legen. Sonst hat man unter Umständen Sachen auf den Tasten draufgelegt, die ich in den Custom-Funktionen eh abgespeichert habe. Macht dann keinen Sinn, dann habe ich eine Taste verschwendet eigentlich. Man hat ja jetzt nicht unendlich Tasten, die ich frei belegen kann. Manchmal macht es aber auch Sinn, sich zu beobachten. Das heißt, man guckt einfach die nächsten 2, 3, 4, 6 Wochen. Ist es sinnvoll, was ich hier gemacht habe? Oder macht das unter Umständen Sinn, dass ich die Tasten nochmal ein bisschen umstelle? Und dann kann man das Ganze einfach fein justieren. Wenn ich die Kamera so eingestellt habe, das ist ja schon ein größerer Zeitaufwand, dann kann man mal gucken, dass man das Ganze als Backup abspeichert. Und zwar gibt es bei Fujifilm kostenlos die X-Acquire-Software. Da kann ich die Kamera mit dem USB-Kabel an den Computer anschließen und kann diese ganze Tastenbelegung, die ganzen Custom-Funktionen als Backup auf dem Computer abspeichern. Das heißt, wenn ich irgendwas erstellt habe oder ich habe sie mal eingeschickt, dann muss die Platine komplett getauscht werden beim Service, dann kann ich trotzdem mein ganzes Backup, die ganzen Tastenbelegungen und Custom-Funktionen alle wieder komplett auf die Kamera draufladen und habe das dann genauso, wie ich das brauche. Also schon eine recht sinnvolle Funktion. Das war's zur Kamera. Ich weiß, es ist ein bisschen zeitaufwendiger, das Ganze zu machen, aber ich bin der Meinung, wenn man sich die Zeit genommen hat, ist man nachher vor Ort viel, viel schneller und die Zeit habe ich dann so viel eher hinten raus und habe Zeit, mich dann um die Fotografie zu kümmern, ums Motiv zu kümmern und so weiter. Also ich würde wirklich empfehlen, nutzt die Vorbereitung, macht sie ordentlich, korrigiert sie vielleicht mal alle 2, 3 Monate und schaut, ob das alles noch so weit passt. Und habt da einfach eine super Kamera, die ihr
sehr individuell eingestellt habt. Und ihr könnt euch eigentlich innerhalb von einem Bruchteil von einer Sekunde von einer Situation auf eine komplett andere Situation umstellen und habt die Kamera dann auch perfekt eigentlich dafür ausgestattet. Das war der zweite Teil, wie kann ich meine XH2S konfigurieren. Im dritten Teil gucken wir uns dann an, welche Dateiformate gibt es. Das heißt, wie kann ich mein Foto abspeichern oder wie kann ich mein Video abspeichern. Welche Vor- oder Nachteile oder welche Datenmengen, was ja auch mal ganz wichtig ist, haben diese Formate. Bis dann. Ciao.